Ho, ho, ho. Hallo, liebe Leute. Heute am 1. November möchte ich mit euch über Weihnachten reden. Oh ja, über Weihnachten. Insbesondere über den Adventskalender. Aber nicht irgendeinen, sondern über den von der Gruppe 23. Denn ein paar Leute von der Gruppe 23 machen gemeinsam einen Adventskalender. Das heißt, wir sammeln unsere Videos und veröffentlichen sie dann im Dezember. Ja. So wie eben ein Adventskalender funktioniert. Und nun ja, ich bin auch dabei. Papa? Ja, mein Sohn? Kriege ich dieses Jahr auch wieder einen Adventskalender? Aber natürlich. Ich habe auch dieses Jahr wieder den YouTube-Adventskalender der Gruppe 23 für dich abonniert. Echt? Und wer macht mit? Wer diesmal mit dabei ist? Der YouTube-Adventskalender der Gruppe 23 mit Bake It and Friends, Kapfstolder, Rubos, Tromagos, Sentinel, Speedy Konkiwi, Cataglyphics, Erinnerungslager, Scorch, Maniac Mind, Nizarine, Tony Army, Coco von Cosmo, Bankrock und vielen, vielen anderen. Ja, genau. Also, jetzt abonnieren und kein Türchen verpassen. Danke. Bitte. Oh ja, der Adventskalender. Für mich eine schwierige Situation, eine schwierige Aufgabe, denn es ist November und ich muss mir jetzt schon Gedanken über Weihnachten machen und mir überlegen, was für ein Video ich mache. Also ich habe schon eine Idee, ich hoffe, sie ist gut und ja, ich hoffe, ich kann sie gut umsetzen. Aber nun ja, die Vorweihnachtszeit bekommt mal eine richtig neue Bedeutung, denn normalerweise habe ich nur versucht, der ganzen Werbung und den ganzen vorweihnachtlichen Sachen aus dem Weg zu gehen. Doch jetzt muss ich mich wirklich damit beschäftigen und selber ein vorweihnachtliches Video drehen, was ihr dann erst im Dezember sehen werdet. Und nun ja, ich hoffe, es wird ganz gut und ich freue mich schon sehr darauf, auf diese Chance, ja, ein gutes Weihnachtsvideo zu machen. Ich selber mag Weihnachten, aber darüber werde ich noch genauer reden. Ich wollte euch heute eigentlich nur über diesen Weihnachtskalender informieren, über diesen Adventskalender. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, mich interessiert natürlich eure Geschichte. Wie seht ihr so die Vorweihnachtszeit von Weihnachten? Wann beginnt die bei euch? Und wann beginnt die in eurem Umfeld? Und mögt ihr Weihnachten überhaupt? Feiert ihr Weihnachten? Macht ihr das irgendwie religiös oder einfach nur mit Geschenken? Also ja, ich hoffe, ihr konntet etwas aus diesem Video lernen und werdet den Adventskalender abonnieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Gute Nacht. Zu Risiken oder Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.